Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Under Zero. Im Netz als The Long Dark Abklatsch verschrien. Auf Englisch und Russisch verfügbar. Grafik knallen wir direkt mal hoch. Auf das. Oh, sehr schön. Grafikqualität. Fantastic. Okay. Let's go. Ja. Hallo, hallo. Der Abschiedsbrief. Die Koffer sind gepackt. Und wir segeln los. Er segelt los. Er trifft auf ein paar Klippen. Ah nein, sie strandet dann leicht bekleidet und es geht los. Wow. Das sieht jetzt gar nicht mal so übel aus. Und mit E kann ich diesen Brief aufnehmen. Da hinten bewegt sich was. Nun gut. Das sieht nicht freundlich aus irgendwie. Ob wir da direkt mal hingehen, um zu sehen, was passiert. Und falls ihr euch wundert, warum hier kein Ingame-Sound ist, es ist hier kein Ingame-Sound. Options. Ah. Wieso ist es denn standardmäßig aus? Also leise. Merkwürdig. Shift halten ist rennen. Ja? Ich weiß nicht. What are those creatures in the distance? I need to be quiet. I need to be quiet. And I'm talking to you in my Russian accent. Okay. Is she crouch? No. I have to hide from the creatures. Ist ja albern, ich muss ja nicht ihre Stimme nachmachen. Ich habe einfach meine eigene russische Stimme. Und ich gehe hier lang und spreche ein bisschen Französisch. Je suis Jäger, je spiele dieses Spiel. Français. Pour Runaways. Wer also noch mehr daran interessiert ist, Sprachen zu lernen, der kann jetzt direkt mal da unten auf Abonnieren klicken. Und dann integrieren wir das in die Let's Plays so ein bisschen. The creature is wandering around the house. Das war russisches Englisch. So, ich möchte zu dem Leuchtturm. Wir suchen Schlüssel. Irgendwas. Minen vielleicht. Laser. Dann noch Briefe, wovon wir schon einen haben. Und Benzin. Here. Yes, so beautiful. There's a creature. What should I do now? Step back? No. We strafe to the left side to avoid the creature. To avoid the contact with the creature.
Das heißt, wir. Wie heißt es? Strafen auf Englisch, auf Deutsch? Also, wir bewegen uns seitwärts, um den Kontakt mit der Kreatur zu vermeiden. Now we're here at the lighthouse. Jetzt sind wir hier am Leuchtturm. But I think this door is locked. We can press E to open it. Ich denke, die Tür ist verschlossen, aber wir drücken E, um sie zu öffnen. An entrance to the beacon is closed. I must find a key. And now we must find a key. Jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. But at first we take a look at the. No, at the. No. We. Aber zuerst nehmen wir einen Blick auf. Nein. 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 I can press E. The generator is empty. I need to find a way to activate it for a beacon to start working. The generator is empty. The I generator. need to find a way to activate it for a beacon to start working. Dieser als Mauer getarnte Generator ist leer. Wir müssen einen Weg finden, um ihn zu füllen. Und da wird ja angezeigt, dass wir dafür Benzinkanister finden können. Okay, now we leave the lighthouse because we don't have any fuel and we don't have a key. Wir verlassen den Leuchtturm wieder, weil wir weder Schlüssel noch Benzin haben. I want to take a look at these barracks, but at first I have to look for the creature. Ich möchte mir diese Baracken anschauen, aber zuerst gucke ich mal, wo die Kreatur hin ist. Da. Hab ich tatsächlich erst nicht gesehen. Sieht ein bisschen aus. Oh, this is locked. Was? Was ist locked? Das Haus? Ich habe da aber noch gar nichts gemacht. It looks a little bit like a werewolf. Werewolf. I can press E. Aber ich denke, sie hat mir schon gesagt, dass es locked ist. And no. It's here, it's here, it's here. But it didn't see me. Es sind also blinde Werwölfe. Naked Eyes. Lange, spitze Ohren. Und taub und blind anscheinend auch. Jetzt habe ich noch die große Fresse. So lange, bis eins davon anfängt, mich zu verfolgen. Viele Tierstimmen sind hier. Oh, ein Brief. Wofür immer. Jetzt habe Mistakes were made. We found and examined huts of local aborigines. I wonder, why did they left this island? Maybe they wanted to run away from pain, just like I did. Das sind also die Briefe unseres Liebsten. Okay. Und er wundert sich, dass das hier alles verlassen ist und anscheinend ist die Türöffnungsanimation noch nicht fertig, deshalb sind wir jetzt einfach so drin. Die Musik, die auf einmal endlich einsetzt, wirkt aber etwas beängstigend. Okay, sie haben in einem verlassenen, ich habe jetzt Haus verstanden, dann sich verzogen, in ein verlassenes Haus sich verzogen. Und ja, das super Englisch. Das super Englisch beeinflusst jetzt schon meine Sprache. Ich habe aktuell sehr große Wortfindungs, na, Schwierigkeiten. Das war übrigens jetzt ein Witz. But I think my sentences are very broken. Ah! Oh! Ich. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Im Gegensatz zu Husk, verlinkt unten, mache ich es wahr, ich spiele dieses Spiel nicht weiter. Die Grafik ist okay, wenn das Spiel cool wäre. Man hat ein super Intro, was mir ein bisschen was erklärt. Ich glaube, die Idee, dass man mit jedem Brief ein Stückchen von der Story erfährt, ist ganz cool. Aber der Rest, was soll denn das? Die draußen, also diese Viecher, die sind blind, die sind scheinbar taub. Aber sie sind gleichfalls lautlos, das muss ja nun nicht sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwann coole Spiele sehen wollt oder nochmal so einen Mist, unten abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, jetzt renne ich jetzt hier weit weg. Ich lösche das alles und ich mache es kaputt. Tschüss.